Chancen soll man nutzen, wenn man sie hat. Ja, wirklich. Oder? Und jetzt gibt es die Steamboastinger Tactical. Ja, in einer Spezialaktion. Und in dem Video wollen wir auch darüber sprechen, was die Zukunft bringt, nämlich neues abnehmbares Magazin und was es sonst an Innovationen von Steambow geben wird. Wenn dich das interessiert, nämlich die Aktion und Geplaudere über die Zukunft, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann, schön, dass du dabei bist. Beginnen wir mit der Aktion und reden wir dann über die Zukunft. Ja, und zwar die Aktion ist folgendes. Die Steamboastinger Tactical in der Standardausführung, wie du sie kennst, wird es in der Form so nicht mehr geben. Und alle Teile, die noch da sind, in dieser Standardform, wie wir sie jetzt kennen, ist in Aktion, werden in Aktion ja, angeboten. Gebe ich dir unten den Link, geh in meinen Shop und hol dir das, wenn dich das interessiert. Also ich kann gleich eines dazu sagen, diese Armbrust wird es dann in dieser Form so nicht mehr geben. Aber was bedeutet das eigentlich? Du, wenn du dir diese Magazinarmbrust vorstellst, dann hat die in der Standardausführung eben ja, die Aufnahme für den Bogen in dieser Form, in dieser geschlossenen Form. Und in dieser geschlossenen Form bedeutet, du kannst dieses Schnellwechselsystem nicht automatisch nutzen. Das bedeutet, du brauchst einen anderen Grundkörper. Und das wird es in der Zukunft dieser Form nicht mehr geben. Das hat Vor- und Nachteile, da reden wir auch gleich drüber. Das bedeutet, die Steamboastinger Tactical wird standardmäßig mit dem 55 Pfund Wurfarm inklusive einem montierten Montageblock, diesem Schnellwechselsystem und einen Tuning-Trigger ausgeliefert. Das heißt, das ist dann der neue Standard. Das heißt, das musst du nicht mehr dazu kaufen, sondern das hast du im Standard mit dabei. Ist das gut, ist das schlecht? Das musst du selbst entscheiden, denn es gibt natürlich bei diesem Wechselsystem einen Nachteil und sozusagen hier bei diesem fix verbauten einen Vorteil. Und was bedeutet das? Es gibt zwei Vorteile. Nummer eins, da du ein geschlossenes System hast, verlässt der Pfeil die ganze Laufschiene, die auch deutlich länger ist, erst am Ende des Grundkörpers. Hier der Vergleich zum Schnellwechselsystem. Hier verlässt der Bolzen bereits hier die Laufschiene. Ist auch klar, denn hier gehört ja dieser Wurfarmblock rein. Der sitzt zwar etwas tiefer, aber dennoch, die Laufschiene ist verkürzt. Und der zweite Punkt ist, das ist das stabilere System als dieses Schnellwechselsystem. Hier kriegst du die Armbrust extrem klein, kannst sie transportieren, das ist absolut großartig. Aber wenn es dir um absolute Präzision geht, dann hast du mit diesem System einen Vorteil. Warum? Weil der Bogen fix eingespannt ist. Und es ist auch weniger fehleranfällig. Soll heißen, für all jene, die sagen, ich will diese Armbrust einmal zusammenbauen, sie dann irgendwo hinlegen und sie im Fall des Falls einfach benutzen und möchte keinen Schnickschnack und einfach nur ein System, das einfach nur funktioniert, dann ist diese Variante meiner Meinung nach die stabilere. Wenn du aber die Armbrust auch transportieren willst, und zwar so eine kleine, leichte Armbrust, so wie sie halt bei der Steamboastinger Tactical der Fall ist, dann ist natürlich das Wechselsystem die bessere Wahl. Wer die Wahl hat, hat halt auch die Qual, aber du entscheidest. Solltest du Kühe im Hintergrund hören, ist alles gut. Ich bin hier im Buschkräftereal auf aldola.at und die laufen hier halt in dem Gelände auch rum. Also ich fasse bei der Aktion zusammen und die kommt so in der Form nicht wieder. Wenn du die alte Version haben willst, so wie sie ganz einfach nicht mehr am Markt verfügbar sein wird, dann gehst du in meinen Shop, holst du die, kriegst einen schönen Rabatt und ja, bist glücklich. Im Laufe des Oktobers gibt es dann nur mehr die neue Version. Das bedeutet eben, mit diesem Schnellwechselsystem und einem Tuning-Trigger kannst du auch jetzt schon ordern. Kriegst du zum regulären Preis von 300 Euro dann im Laufe des Oktobers. Auch hier wird es so sein, dass am Anfang nur eine begrenzte Stückzahl zur Verfügung steht. Ja, und dann wird Steamboat ganz einfach wieder nachproduzieren. Wenn du die Aktion haben willst, hol dir die. Wenn du die neue Version sozusagen haben willst, dann hol dir die auch. Und ja, was wird es Neues geben? Die Frage kommt ja auch immer wieder, wann wird es das abnehmbare Magazin geben. Sehr, sehr bald. Und übrigens, auch wenn du dir jetzt die alte Version kaufst zum Sonderpreis, das abnehmbare Magazin wirst du sowieso drauf montieren können. Warum? Weil Steamboat immer denselben Grundkörper benutzt. Egal welches Magazin da drauf kommt, ob abnehmbar, das Standardmagazin oder was vielleicht sonst noch mit dieser Armbrust verschossen werden kann. Alles passt auf diesen Grundkörper drauf. Steamboat hat mir gesagt, dass der erste Prototyp im Herbst zur Verfügung stehen wird. Da werde ich dann auch hier am Kanal bzw. auch am Bogensportkanal oben bei mir klicken, wenn dich das interessiert, ein Video dazu machen und wann es die dann zum Kaufen geben wird, das weiß ich dann, sobald ich den Prototyp habe. Also noch ein bisschen Geduld. Aber was ich halt schon so mitbekommen habe, ist, dass Steamboat halt auch weiterdenkt. Also nicht nur auf ein abnehmbares Magazin, das wird kommen, das ist alles klar, sondern es sind auch Magazine, ich kann da noch nichts Genaueres drüber verraten, weil das noch Top Secret ist streng geheim. Aber man wird mit dieser Armbrust, egal ob mit der alten Version oder der neuen Standardversion, auch andere Dinge verschießen können.
ja, andere Dinge. Das ist cool. Du wirst es sehen, du wirst es sehen. Aber psch, nicht weiter sagen. Was das genau ist, das kann ich noch nicht verraten. Aber es ist spannend, es ist wirklich, wirklich spannend. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du diese einmalige Aktion nutzen willst und die Standardsdinger, so wie wir sie heute aktuell haben, zu einem wirklich vergünstigten Preis haben willst, dann komm in meinen Shop und hol sie dir. Wenn du sagst, na, ich möchte aber schon das mit dem Tuning-Trigger und so weiter, dann kannst du vorbestellen, wird im Oktober 2023 ausgeliefert. Und das abnehmbare Magazin und einige andere coole Sachen mehr, dazu wird es im Herbst Neuigkeiten geben. Viel Spaß beim Armbrustschießen, aber immer aufpassen.